Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. Das ganze Archiv ist für mich ein Highlight. Dass wir zu Ihnen so eine Sammlung haben, das ist einmalig. Das verdanken wir dem Ernst Feigenwinter, wir verdanken das der Einwohnergemeinde, wir verdanken das der Zunfter Rebmesser bzw. dem Heimatmuseum. Dass man an einem Ort alles so zusammenfassen kann, dass wenn jemand Dokumentation will schreiben, Bücher oder unsere Kalender, Reinacher Kalender, ist das etwas Einmaliges. Und darauf muss ich sagen, bin ich wirklich oder sind wir wirklich stolz. Die Stiftung Ernst Feigenwinter setzt sich für die Bewahrung von der hochinteressanten Rheinacher Geschichte ein und öffnet ihr umfassendes Archiv für eine breite Öffentlichkeit. Der Ernst Feigenwinter war ein Rheinacher, der über Jahrzehnte lang Materialien zur Geschichte von Rheinach gesammelt hat. Und das Archiv Ernst Feigenwinter ist eine Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Materialien für die Nachwelt zu erhalten und auch noch zu ergänzen mit zusätzlichen Dokumenten und Fotografien. Die Sammlung umfasst aktuell 59 Ordner und weit über 4'000 digitalisierte Dias. Ein paar Worte zum Namensgeber von diesem Archiv. Der Ernst Feigenwinter, das muss man sagen, das war der Rheinacher Historiker. Er ist in Rheinach aufgewachsen, ist aber als Polizist in Basel geschafft. Und als sein Hobby, seine Leidenschaft, das war die Rheinacher Geschichte. Wenn man sieht, was der hier im Archiv alles gesammelt hat, an Dokumenten, was er alles geholt hat, die 4'700 Dias, die er gesammelt hat, dann ist das eine gewaltige Leistung, die dieser Mann für Rheinach gemacht hat, immer in Bezug auf die Geschichte von Rheinach. Und dann war er natürlich ein Mitglied in der Zunfter Rebmesser und Initiant vom Heimatmuseum. Das alte Museum und auch das heutige Museum verdanken wir dem Ernst Feigenwinter. Das sind für die Stiftungsratspräsidentin die Highlights von diesem eindrücklichen Archiv. Eine Karte, die sich hier innen befindet, von 1857, wo halt Rheinach wirklich noch ganz ein kleines Dorf ist. Und an der anderen Karte, die wir hier haben, können wir dann schauen, wie eine Stadt daraus geworden ist. Und für mich persönlich auch ein weiteres Highlight ist, dass ein paar Fotos von der Familie Dollinger haben können, das Archiv ergänzen, weil das bedeutet, dass sie nicht auf dem Estrich verstauben, sondern ein Teil werden von der Rheinacher Geschichte. Vor wenigen Tagen ist in diesem Kontext eine neue Homepage online gegangen. Die Webseite ist für die Leute, die möchten wissen, was die Stiftung Ernst Feigenwinter macht. Für solche, die gerne selber etwas möchten, dazu beitragen, selber noch alte Dokumente haben oder auch für Leute, die wissenschaftlich etwas zu Rheinach machen oder eine Ausstellung möchten kuratieren oder etwas publizieren. Persönliche Besuche von interessierten Personen im Archiv sind möglich. Selbstverständlich. Und das wäre ja eigentlich der Sinn von dieser Homepage, dass man jetzt sieht, wenn man da drauf geht, dann sieht man genau, wie muss man sich anmelden, wo geht es durch. Und wenn jemand dann hierher kommt, ist immer jemand von uns hier vom Stiftungsrat, der dann Auskunft geben kann. Also wichtig ist, der Ablauf ist jetzt klar, man meldet sich gemäß Homepage und dann kann man hierher kommen. Und kann hier unten dann uns auch Fragen stellen und wir können helfen bei der ganzen Suche, was jemand Fotos sucht, Dokumentationen sucht. Wir sind sehr behilflich. Zusätzliches Material wie alte Fotos oder alte Dokumente sind sehr erwünscht. Wer etwas daheim hat oder zum Beispiel bei Räumungen etwas entdeckt, darf sich sehr gern melden. Bitte, bitte, dann kommen Sie zu uns. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können entweder bei der Einwohnergemeinde, bei der Frau Doris Sauer, sich melden gemäß Homepage und dann Verbindung mit uns aufnehmen. Oder Sie gehen ins Heimatmuseum an der öffentlichen Seite, können Sie denn das dort abgeben, auch immer mit dem Verweis, das kommt ins Archiv Ernst Feigenwinter. Und nochmal, wir wären sehr froh, nicht einfach Sachen manchmal vorzugehen, die vielleicht für sie nicht die Bedeutung hat, aber für die Geschichte von Rheinach sind wir so froh, wenn wir Fotos, Dokumente würden kriegen, die wir hier dürften dann archivieren und weiteren Menschen zur Verfügung stellen. Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert.